Tja, ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute mal wieder mit dem kleinen YouTube-Account, mit dem Tutorial-Account, der immer noch nicht Level 22 ist. Ja, aber ich glaube, es ist so einigermaßen eine Entscheidung gefallen. Und die Entscheidung, die wichtige Entscheidung, wie ich und was ich mit diesem Account mache, geht, ja, basiert eigentlich darauf, dass ich halt überlegt habe, was ich mit dem Hauptaccount, was ich da am meisten habe, wo ich das meiste Geld quasi auch schon für ausgegeben habe und was ich da bisher auch noch so gut wie gar nicht gemacht habe. Und da bleiben dann quasi nur noch zwei Sachen. Stippen habe ich mit meinem Hauptaccount so gut wie noch gar nicht gemacht. Und 0% Kunstköderherstellung habe ich auch noch gar nicht gemacht. Das heißt, in diese beiden Sachen werde ich jetzt demnächst Stück für Stück reingehen. Ins Grundangeln habe ich bisher noch gar keine Skillpunkte verteilt. Die Stationärrolle, die ist ja verteilt hier auf alle drei Angelarten. Also diese 5 Punkte, wenn ich sie jetzt hier bei Spinning drin habe, sind sie eben auch gleichzeitig bei den anderen drin. Aber wie gesagt, bei Grundangeln ist noch gar nichts drin verteilt, kein weiterer Punkt. Da geht auch nichts rein. Dementsprechend wird dann im Hauptaccount viel mehr da rein investiert ins Grundangeln. Posenangeln werde ich skillen. Beziehungsweise da dann ganz speziell, wenn ich das nächste Level abhabe, gehe ich dann hier schön nochmal rein ins Stippen. Vielleicht auch gleich schon, ich weiß es noch nicht genau, aber warten wir erstmal noch ab. Also hier gehen auf jeden Fall die Punkte rein ins Stippen und dann geht es noch in die Kunstköderherstellung. Da sollen es so circa 10 Punkte sein, die man da rein zu investieren hat, weil das Ganze allerdings tendenziell eher in Richtung Late Game auch geht, oder ich sag mal Mid Game, mache ich mir jetzt anfangs da noch nicht so wirklich viel Sorgen drum. Was ergibt sich jetzt aus dieser Entscheidung? Ich habe jetzt hier 6500 Silber zusammengeangelt in der Zeit jetzt hier mit Level 21. Habe nicht so wahnsinnig viel ausgegeben bisher, also vom Setup. Ich habe immer noch diese einfachen Grundrouten, die ich mir für, die kosten ja so um die 60, 70 Silber, die Basisdinger. Ich habe mir einmal, wie auch in den Tutorials zu sehen, diese Linea S68ML, die Medium Light Route geholt fürs Spinning Ambilaya. Da auch tatsächlich die meiste Kohle mitgemacht. Jetzt zuletzt ab Level 20 mit diesen leichten Grundrouten dann am Volcho auf Z-Fische gegangen. Am Spot 71-100 mit einer ganz leichten Montage funktioniert das ja zurzeit ganz gut. Wenn man hier mal so einen 12er Haken zum Beispiel. So könnte man mit dem Setup könnte man das schön zusammensetzen und dann auf die Z-Fische gehen. Und ja, jetzt geht's halt los tatsächlich, dass ich Posenfischen hochskille. Das ist jetzt entscheidend. Und da fange ich tatsächlich auch an mit der schnöden ollen Telestick. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob ich mir vielleicht noch eine zweite hole. Okay, ich glaube, ich hole mir noch eine zweite. Gerade eben bin ich mir sicher geworden. Hat einfach den Grund, TL16, dass ich dann vielleicht hole ich mir sogar drei. Kosten ja nichts. 25 Silber, Alter, da machst du
zwei, drei Kaffeeaufträge, da hast du die Kohle wieder drin. Ich hole mir dreimal die gleiche, ich möchte da keine Unterschiede haben in der Länge und in der Wurfreichweite und sowas alles. Vom Gewicht sind die dann auch gleich. Also ich hole mir jetzt dreimal diese Telestick. Jetzt habe ich hier, zack, Anzahl drei Stück. So ist das alles gut. Dann haben wir die, hier sind sie. Die und die und die. Dann müssen wir nochmal eben gucken hier, dass wir die auch richtig zusammenbauen. Wir haben hier eine Tragfähigkeit von 4 Kilo. Ich bin ungeübter Stippenangler. Aus diesem Grund werde ich da diese Tragfähigkeit also nicht gleich ziehen aufs gleiche Level, sondern auf jeden Fall mal ein Kilo da drunter bleiben. Dass wenn mir irgendwie was Dickes da dran geht oder irgendwas da durchbeißt, beziehungsweise da irgendwie zu schwer reinreißt, dass mir dann das Vorfach abreißt oder dass mir die Schnur abreißt, aber nicht, dass mir die Rute zerbricht. Wobei in der Preislage, ich glaube, da ist es fast günstiger, dass die Rute zerbricht, als dass die Schnur zerreißt. Egal. Genau, hier haben wir noch eine Mono. 1,5 mm, 3 Kilo. Die hatte ich jetzt, glaube ich, zuletzt genommen. Gucken wir uns das nochmal eben an. Dadurch, dass ich jetzt natürlich mittlerweile schon ganz gut Kohle zusammengeangelt habe, ist es jetzt nicht so, dass ich hier wirklich aufs Geld achten muss. Was ich jetzt mit Level 22 trotz allem natürlich noch mache, ist mir für das zusammengeangelte Geld eine vernünftige, wahrscheinlich zwei vernünftige Spinnruten holen und passend dazu vernünftige Rollen. Dass ich dann natürlich auch mit den selbst hergestellten Kunstködern zum Beispiel schleppen gehen kann und vernünftiges Spinning. Ich will auf Hechte natürlich angeln und solche Geschichten. Also das kommt natürlich auch alles. Also es spaltet sich jetzt demnächst zwischen Posenangeln, zwischen Stippen und Spinning. Spinning natürlich auch auf dem Hauptaccount, wobei der Hauptaccount jetzt zusätzlich schwerpunktsmäßig auch noch die Posenpunkte wegnimmt und dann geht es auch nochmal ins Karpfenangeln. Also ein paar Punkte tue ich ins Karpfenangeln rein, wobei ich trotz allem nicht der riesengroße Karpfenangler bin. So, genau, was hatte ich mir rausgesucht? Ich hatte mir diese Schnur hier rausgesucht. Warum? Man sieht das hier vorne, 100 Meter Länge, fängt an mit einem Durchmesser ab 0,08. Ist mir ein bisschen dünn. 0,15 ab 3 Kilo. Jetzt habe ich hier gerade gesehen. Ab 3 Kilo, das ist schon wieder dicker. Aber auch 3,4 Kilo. Gibt es noch irgendwo eine Schnur? 0,15. Nee. 0,15 für 3 Kilo. Also ich will jetzt auch keine Unsummen ausgeben. 0,14 für 3,2 Kilo. Oder ich gehe auf 2,5 Kilo, wobei das ist mir schon ein bisschen wenig, 2,5 Kilo. Man verringert dadurch, also man hat ja dadurch viel mehr Action dann an der Schnur. Ich glaube, ich bleibe bei der Schnur jetzt erstmal. Die hole ich mir jetzt auch noch zweimal. So, damit haben wir jetzt sämtliche Routen schon mal mit Schnüren versehen. Brauche ich Vorfächer, das sind Monoschnüre, nicht zwingend. Andererseits fände ich es ganz entspannt. Ich guck mal eben, Vorfachmaterial, Fieder, gewöhnliche Vorfächer. Das sollten noch gewöhnliche sein, ne? Ich hoffe, ich kann hier schon Vorfächer verwenden. Ich muss es tatsächlich mal eben testen. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert hier. Haken dran. Vorfach geht noch nicht. Handhabung Vorfächer, Posenfischen erforderlich. Seht ihr mal. Also, Posenfischen ist bolo bolo. Handhabung der Vorfächer. Also, da brauche ich noch ein bisschen für. 40% im Posenangeln. So lange angel ich mit Mono. Monofile Schnur.
Monoschnur hat den Vorteil, dass sie eine gewisse Dehnung hat. Das heißt, zusätzlich zur Dehnung in der Rute, wenn ein Fisch dran ist, kommt noch die Dehnung in der Schnur. Das heißt, man hat automatisch so ein bisschen diesen Gummieffekt, wenn so ein etwas dickerer Fisch dran ist. Und man hat halt nicht so diese direkte Kraftübertragung wie von einer geflochtenen Schnur an die Rute. Das sollte das Ganze so ein bisschen entspannter machen. Hoffe ich zumindest, dass es so aufgeht. Genau, gehen wir jetzt hier nochmal rein. Vorfächer gehen halt nicht, Schnüre sind dran. Dann kommt der nächste Punkt, Haken. Klassischer Haken. Und da gehe ich, glaube ich, erstmal auf diese hier. Ich will noch nicht die ganz teuren nehmen. Dafür bin ich auch noch, wie gesagt, selbst auch einfach noch zu ungeübt mit dem Stippen. Ich vermute, dass ich zwischendurch mal den ein oder anderen Abriss kriegen werde. Das heißt, ich werde mich hier jetzt, guck mal, hier haben wir 22er. Ich hole mir nochmal, ich lache mich kaputt, Alter. Ich habe jetzt gerade den letzten, das habe ich ja noch nie gehabt. Im Lager gibt es keine notwendigen, den letzten Haken gekauft, Alter. Ha, ich habe ihn. Also wer denn diesen letzten Haken hier haben will, ne? Also fürs angemessene Silber können wir da nochmal drüber reden. 1A, winziger 24er Haken, Alten. Richtig gutes Ding. Und extrem selten, kann ich dir sagen. Ab jetzt. Okay, gehen wir auf den 24er Haken. Davon habe ich 22er Haken. Davon habe ich schon 3 Stück. Das ist gut. 22er Haken kann man ganz gut verwenden. Ich nehme aber auch noch 18er. Soll ich noch 18er nehmen? Ich nehme auf jeden Fall noch 20er mit. 20er Haken will ich noch. Dann will ich 20er Haken. Dann will ich noch 10er Haken. Kann ich das überhaupt? Habe ich überhaupt genug Tragfähigkeit? Wenn da eine Karausche mit 3 Kilo dran geht oder sowas? 2 Kilo? Ich glaube, das reißt mir alles ab. Okay, ich fange erstmal mit dem Kleinen an. Nicht so viel Geld ausgeben. Oh, Gulaschkanone. Ich habe schon wieder Knast. Erstmal schön was essen. So. So. So, so, so. Jetzt haben wir natürlich gerade Nacht. Richtig schlecht. Ich hoffe, dass das beeinflusst das Ganze nicht zu sehr. Den Schmutzhaken tun wir erstmal runter. Oh, ich glaube, ich brauche noch ein paar Posen. Richtig der professionelle Posenangler hier. Fängt schon alles super an. Es gibt, ich weiß es. Es gibt in der Russian Fishing 4 Community viele, die schon seit Monaten, wenn nicht sogar noch länger, Stippen betreiben. Ihr Lieben, wenn ihr Tipps und Tricks habt, immer gerne Infos, entweder unten in die Infos oder in die Kommentare reinschreiben oder in den Livestream kommen, montags, mittwochs und freitags. Gerne Backseat Gaming, gerne Tipps und Tricks geben, wie man am besten ins Stippen kommt, dass wir das auch dann schön hier ein bisschen teilen können. Mir geht es nicht darum, dass ich eure streng geheimen Hotspots für irgendwelche Stipprekorde irgendwie erfahre. Das ist gar nicht so relevant. Wichtig ist erstmal die ganzen Fehler, die man wahrscheinlich machen kann beim Stippen, dass ich die möglichst vermeide und dass wir die Tipps und Tricks auch an alle Anfänger irgendwie mit weiter katapultiert kriegen. Dass man da halt wenig Verschleiß und wenig Abrisse hat. Mir fiel ein, ich brauche noch eine Pose. Ich brauche noch ein paar Posen, bleie Posen, klassische Posen. Auch da nehme ich, glaube ich, hier erstmal die ganz billigen. Genau, eine habe ich. Die sehen ein bisschen anders aus. Ich nehme einfach mal von jedem 2 Stück. So, dann kann ich hier unterschiedliche dran machen an den 3 verschiedenen
Stippen, die ich habe. Ich werde jetzt hier im an dem Gewässer, weil es ein fließendes Gewässer ist, ich habe die ganze Zeit Action jetzt hier. Wir sehen das gleich. Da werde ich jetzt gleich, ich glaube, erstmal nur mit einer Pose rumhantieren. 20er Haken. Ich haue hier eine Kaster drauf. Wir stellen das Ganze hier mal, keine Ahnung, vielleicht mal so auf, wie weit kann ich runter? Ach so. Guck mal, auf 17 kann ich runter, das ist ganz flach. Eingestellt alles mit Feststellmontage. Gehen wir mal ein bisschen tiefer, so auf eine 30. Und dann mal raus hier das Ganze. So. Jetzt stippen. Wichtig ist, oder ich sag mal, was ein Vorteil ist, wenn hier unten dieses Treibangeln steht zum Beispiel, das ist ähnlich wie beim Spinning, dann hat man jetzt einen Führungsstil. Man hat hier quasi Treibangeln. Das ist halt irgendwie nochmal ein Bonus für das Ganze. Oder es ist zumindest nicht schlecht. Zack. Einfach mal rübergeworfen hier. Ja. Ich meine, ich könnte auch mich gut damit anfreunden. Gleich einfach mit drei verschiedenen. Vielleicht testen wir das einfach mal beides. Mit drei Routen schön entspannt an einer Stelle mich hinstellen, drei rauswerfen und da, wo es zuppelt, greife ich dann zu und ziehe im Idealfall was raus. Je nachdem, wie die Frequenz ist. Ich weiß gar nicht, wie das so in der Nacht hier lüppt, auf dem Kaster. Mein Ziel wäre jetzt eigentlich Hasel hier zu angeln. Hasel, sensationelles Dingen. Genau, guck mal hier, Hasel sogar, ach, nur noch 6 Stunden, das wird knapp, mit 100 Gramm, 2 Stück. Zobel auch noch, Gründlinge sind auch noch drin, Muscheln wieder mit drin und so weiter. Gehen wir nochmal da vorne hin. Vorhin nochmal, ich guck nochmal gerade eben rein. Boah, was ist hier los, ey? Vorhin, hatte der Urflitzer, der auch zuletzt wieder einen Tipp gegeben hat, hatte auch nochmal geschrieben, hier mit der Hasel. Da stand er hier. Das ist auch eigentlich immer eine gute Stelle. Auch für Gründlinge. Hier hatte ich meine Gründlings-Super-Trophy auch gefangen und so. Also hier kann man immer wieder ganz gut ran. Die Frage ist natürlich, lüppt der Lachs hier oder nicht? Und vor allem auch in der Nacht. Oder ich mach, gib mir echt gleich den Stress. Oh, warte mal, da zuppelt's, zack. Zack, guck mal hier, ey. Da ist ja die erste Hasel. So moke wieder, Alter. So muss das sein. Und dann auch wieder hier ganz wichtig, das war in den ersten Anfänger-Tutorials auch schon beschrieben, aber immer wieder gern, und ich sag's auch immer wieder neu, also das Auswerfen hier, gerade mit der Stippe, nicht maximal, also nicht aufs Maximum auswerfen. Es ist immer ganz praktisch, wenn man hier noch ein bisschen Schnur hat, die man so ein bisschen hin und her bewegen kann. Und dass man nicht, dass die Schnur nicht auf Spannung ist und jede kleine Bewegung sofort einen Ruckler verursacht am Köder, also an der Pose und gleichzeitig am Köder. Damit verscheucht man halt dann eher die Fische. Also ruhig ein bisschen locker haben, die Schnur einfach treiben lassen. Und dann mal gucken, was geht. Jetzt so langsam wird die Schnur stramm. Wenn ihr in dem Bereich denkt, Oma, da beißt doch gleich was, da muss man halt ein bisschen hinterherlaufen, ne? Ich kann auch gar nicht mehr Licht machen hier. Das ist einfach so dunkel hier. Und jetzt reicht es mir, 3, 2, 1. Irgendwie im Kopf zähle ich dann irgendwann mal so durch. Denke mir so, wenn jetzt in den nächsten 3 Sekunden nichts beißt, dann ist aber vorbei hier. Dann ist es aber hier vorbei und dann raus damit. Da muss man auch durchziehen, konsequent. Sonst rennt man da die ganze Zeit rum und dann beißt irgendwann einfach eh nichts. Wenn man an einem Spot ist, immer wieder nach vorne. Es kann mitunter schon anstrengend sein. Und es ist tatsächlich, finde ich, auch ein recht anstrengendes Angeln, weil man die ganze Zeit halt auch gucken muss. Beim Spinning kann man einfach mal so, Alter, ein Döbel, wa? Kann man einfach mal so durchziehen. 700 noch was Gramm Döbel, schön.
Beim Posen, beim Grundangeln total easy, da bimmelt es dann auch noch. Dann weiß man auch natürlich Bescheid. Aber hier bei der Pose und beim Stippen, da musst du die ganze Zeit konzentriert. Schön immer du und die Pose und du. Uff, ey. Das kann schon anstrengend sein. Aber zum Glück mache ich ja zum Ausgleich auch hier das Spinning. Dann ist das alles halb so wild. Ja, dann wird das schon. Ich meine, ich kann das mal testen. Wir machen das jetzt, wir bauen das jetzt gleich mal. Wir bauen es jetzt gleich mal stressig. Das ist ja jetzt hier noch entspannt. Jetzt zuppelt es gerade wieder. Zack. Schön. Hasel 90 Gramm. 10 Gramm zu wenig. So, erste Route. Jetzt gucken wir mal eben. U drücken. Jetzt legen wir die hier nochmal weg. Ziehen die auf die 1. Und die zweite auf die 2. So, jetzt nehme ich mir hier die eine Route, die 2, baue die noch schnell zusammen. Zack, mach hier den weißen Kopf, Vorfachgebet nicht. 20er Haken, Kaster, runterstellen auf. Oh, die andere, die ist schon weg. Machen wir mal hier 35 cm, 30% auswerfen. Und das hat sogar gehakt, Glück gehabt. Ja, Kaulbarsch. So, und jetzt wird's gleich wild abstellen. Und jetzt müssen wir beide im Blick behalten. Taste 1, Taste 2. Wo zuppelt als erstes? Bei 3 wird es dann wirklich stressig. Also wenn man dann auch noch eine hohe Frequenz hat. Also bei sowas ist dann natürlich auch immer wichtig, schön die gerne andere Posen zu haben, andere Posenfarben. Weil ihr seht ja jetzt hier, gleich sind die Schnüre durch. Das heißt, die sind vorbeigelaufen. Hier war was. Es hat wieder gehakt. Wie lucky, ey. Wieder ein Kaulbarsch. Ich bin sehr zufrieden damit. Und abstellen. Sehr, sehr gut. Die eine Route hier links ist auf 40 cm. Die ist auf 35 cm Tiefe eingestellt. 1 und 2. Was ich gerade mache, ist linke Maustaste, rechte Maustaste gleichzeitig zu. Oder so nacheinander. So klick, klick. Beim Anheben. Ich weiß gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist. Ich glaube, es reicht theoretisch auch nur die linke Maustaste. Irgendwie beißt hier nichts. Und gleichzeitig, guck mal, schon wieder die reingeholt. Und jetzt geht hier gerade zack. Und wieder linke, rechte Maustaste. Und da kommt der nächste Kaulbarsch abgefahren. Einfach die Chance erhöhen. Also jetzt gleichzeitig, also doppelte Chance. Da ist er wieder hochgegangen. Das war natürlich Fail. In dem Moment, wo ich angeschlagen habe, ging die Pose gerade wieder hoch aus dem Wasser. Das heißt, der Fisch hat in dem Moment gerade nachgelassen. Aber hier war auch gerade was dran. War zumindest einmal kurz unten die Pose. Richtig. Ich finde es also tatsächlich schon fast anstrengend. Dieses Konzentrieren auf die Posen, wann geht da was. Hier, die muss rein, weil die Schnur schon straff war. Schnell wieder auswerfen. Zack. Jetzt tendenziell könnte gleich die 1 wieder gehen. Die ist jetzt ja schon länger im Wasser und treibt schon länger. Siehst du, da beim Anheben schon gezuppelt. Das ist schlecht. Nicht so weit auswerfen. So, jetzt könnte eigentlich die 2 gehen. Die treibt jetzt schon eine ganze Zeit. Oft, siehst du, da ist sie, da geht es schon. Ah, nicht gehakt. Jetzt werfen wir den aus. Jetzt könnte gleich die 1 gehen. Und dann kommt man langsam in so einen Rhythmus rein. Weil man wirft ja aus, das treibt ein bisschen, dann kommt der Biss. Und dann, wenn man in diesem Auswerfen, Treiben lassen, Biss, wenn man in dem Rhythmus eigentlich ist, dann hat man immer. Und dann kann man das eigentlich schön zwischen zwei Posen immer schön hin und her machen. Hier war aber jetzt leider noch kein Biss. Das heißt, jetzt hier muss die wieder raus. Jetzt wäre die 2 langsamer dran, dass der Biss kommt. Zack, da kommt er. Und da hakt er auch. Perfekt. Wieder ein kleiner Kaulbarsch. Top. Kaulbarsche sind auch sehr gut. Bringt auch ordentlich Kohle. Siehst du, jetzt ist die 1 gerade fertig. Zack. Wieder ein Kauli.
Da ist die 2 Grad wieder fertig. Zack. So lüppt der Lachs. Oder der Kaulbarsch. Sehr gut. Zapp. Jetzt wäre die 1 wieder dran. So. So wäre ideal. Und so macht man dann natürlich entsprechend auch schnell die Skillpunkte. Jetzt ist sogar die andere als erstes runter, sogar relativ schnell. Wobei auf der 1 war das Zuppeln und auf der 2 ging es runter. Hasel, 90 Gramm. Wieder knapp drunter. Jetzt, vielleicht kriegen wir jetzt noch den. Ja, haben wir gekriegt. Schnell der Wechsel von der 1 auf der 2, wieder eine Hasel. Jetzt wieder so langsam hier wie bei der Sportmoderation, Alter. Immer schneller. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das Ganze mit 3 Routen. Da wird es wild. Auf der 2 gerade wieder. Zuppel. Gerade erst ausgeworfen. Zack, da geht er runter. Sofort angeschlagen. Warum habe ich mich für diese Routen entschieden? Warum habe ich nicht was Geileres genommen? Warum habe ich nicht eine 11 Meter lange Stipproute genommen? Weil es hier auch so wenig Distanz ist. Bis zum Wasser, wo ich hingehe, zum Angeln. Weil man hier mit dieser kurzen Stippe, gerade für den Anfang, viel leichter so einen Anschlag setzen kann. Also man ist da viel direkter mit und kann hier viel schneller diese kleinen Fische mit den kurzen Stippen viel schneller anschlagen. Und es ist wesentlich entspannter. Ich hatte vor Jahren mal mit dem Hauptaccount, hatte ich mal so eine, ich glaube so eine 8 Meter lange Stippe oder so, stand dann damit. Hab gedacht, geil, Alter, hier schön im Turnier damit geangelt. Ja, shit, warte. Fast jeden Anschlag verhauen und dann gewechselt hier auf die kleine 0815, die Telestick. Zack, zack und gezogen. Dann ging es erst richtig los. Einfach, weil es ein direkterer Anschlag ist hier. So, jetzt können noch ein paar kommen. Ich finde, der Kescher sieht bisher schon ganz gut aus. Auch kohlemäßig ist das gar nicht schlecht. Oh, habe ich schon wieder verpasst hier, wa? Und gehakt. Sehr gut. Rotauge. Da zuppelt es an der 2. Ich gehe schon mal direkt dran. Aber der hat wieder losgelassen. War zu zaghaft. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal rein. Ein bisschen tiefer auf 50 cm. Vielleicht gehen noch ein paar Gründlinge dran. Maßige Gründlinge wären auch nicht schlecht. Oder ich nehme sogar nochmal einen etwas größeren Haken. Schauen wir gleich mal. Die 1. Oh, jetzt auf der 2. Kommt gleich der Biss. Und auf der 1 auch. 1 steht sogar schon, hängt. Ich hoffe, der geht noch dran. Oh, schöne Hasel. 171 Gramm. Hier warte ich jetzt. Jetzt gehe ich hier nicht dran. Erst wenn er wirklich runtergegangen ist. Vorher gar nicht anfassen. Wenn ich jetzt anfasse die Rute, haut der Fisch sofort ab. Weil sofort eine Erschütterung kommt und man vertreibt sofort den Fisch. Also ich lasse jetzt auf der 1 erstmal hängen. Erst wenn das Ding wirklich runtergezogen ist, dann gehe ich da dran. In der Zwischenzeit gehe ich nochmal an die 2. Zack. Da mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Stress mit der 1. Die hängt da jetzt gerade. Ich hoffe natürlich, dass da was geht. Tja. Wie so ein Rotauge, ne? Die Rotaugen, die können auch manchmal zuppeln. Ich muss noch mal ein bisschen rumprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, also angenehmer ist es halt, wenn man auf einen Barsch oder so angelt, weil ein Barsch halt viel aggressiver ist. Da muss ich allerdings ein bisschen rumprobieren. Vielleicht finde ich da auch noch was Passendes für die alte Festung. Jetzt geht's runter. Und jetzt hat es aber auch schon gehakt. Sehr gut. Hasel, ui, 149 Gramm. Ich glaube allerdings, dass der Kaffeeauftrag jetzt schon abgelaufen ist. 6 Stunden waren das nur noch. Gucken wir nochmal schnell rein in den Kaffeeauftrag. In den paar Minuten in der Nacht. Also die Nacht war jetzt deutlich, da war deutlich weniger los. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Morgenstunden, da ging es schon wild. Guck mal hier, 2 Stück. Zack, 2 Stück, 23 Silber, 24 Silber, hat noch geklappt. Mega. Rotaugen, die kriege ich auch noch zusammen gleich.
4 Stunden, ja, könnte knapp werden. Zobel, Zope. Giebel hatte ich noch nicht. Muscheln kommen bestimmt auch noch gleich. Sehr gut. 10, das waren jetzt 30, 40 Silber jetzt in der kurzen Zeit. Ist doch schon okay. Einfach so fürs Stippen. Skillpunkt habe ich auch noch gemacht. Genau, perfekt. Also, es fängt schon gut an. Und es wird auch, wie gesagt, mit dem Stippen hier wild weitergehen. Ich freue mich schon auf die ersten Stipprekorde natürlich. Auch die, die werden dann irgendwann reinrasseln hier. Zack, der nächste Kauli. Perfekt. Das heißt, das bleibt ja gar nicht aus. Ne? Man fängt irgendwann, fängt man eine Trophy oder sowas dann hier beim Stippen. Und wenn man dann hier reinguckt, Rekorde und Ranglisten. Und dann geht man in die Stipprekorde, in die wöchentlichen. Da kann man natürlich auch mal gucken, worauf angeln denn die ganzen Profis hier? Mit welchem Köder und was nicht alles? 14. und 15. jetzt zuletzt auf, ne, auf Brasse am Alte Festung, Mosquito, Voltio. Also danach dann einfach gucken, weil das Stippen dann vielleicht doch nochmal ein bisschen speziell ist. Guck mal hier, manche Verrückte gehen mit der Stippe einfach auf den Aal zum Beispiel. Fangen dann hier schön Aal auf Pose. Funktioniert super. Habe ich mit dem großen Account auch mit der Matchroute schon gemacht. Kann man wirklich gut machen. So, noch eben hier einen raus. Den nochmal eine Hasel und weiter geskillt. Top. Leute, ich freue mich drauf. Die Entscheidung steht. Wenn es dann soweit ist, dass ich mir ein vernünftiges Spinning-Set kaufe, dann geht es natürlich auch damit weiter. Das Stippen machen wir natürlich auch demnächst nochmal weiter, auch am Moskitosee, was man dann da alles ziehen kann und wie und wo. Aber das hier und auch fürs Kohle machen, Haseln angeln, ihr Lieben, ist ein ganz essentieller, eine ganz essentielle Möglichkeit für jeden, der ein bisschen Geld verdienen will und keine Angst hat vorm Stippen. Einfach mal hier hinstellen auf die Hasel. Guckt euch das an. Hier, zack, zack. Jetzt geht der nächste. Oh, der will schon nicht mehr. Hier geht's einfach ratzfatz. Einer nach dem anderen geht hier dran. Das ist schon fast stressig. Also ich sag mal, 100 Silber in einer Stunde schafft man, sollte man schaffen. Sollte man wirklich locker schaffen hier. Wenn da noch ein paar große Fische bei sind, ein paar große Haseln, also maßige, dann macht man da locker 120, 150 Silber mit. Wird schon. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Kurzer Blick jetzt in das Stippen und natürlich in den Stand der Dinge, wie es jetzt so weitergeht hier mit dem YouTube-Account. Ja, wenn ihr das Ganze geholfen hat, natürlich da wieder den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier auf YouTube im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Da geht es jetzt in der Regel um 21 Uhr immer wieder los. Haut da rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Petri.